Das Wesen Brot. Das Wesen Brot. Liebes Wesen Brot, ich grüße dich. Bitte um Einlass. Das Wesen Brot. Oh. Ich bin da extrem kodiert, also Brot ist in Deutschland eine vielfältige, sehr leckere Angelegenheit. Ich muss erstmal die Kodierung von mir werfen. Liebes Wesen Brot, ich grüße dich. Das Wesen Brot ist die physische Lichtnahrung, also für den physischen Körper die Lichtnahrung. Das ist das erste Bild, was mir so kommt. Wesen, das Wesen Brot. Das Interessante bei dem Wesen Brot ist, dass der Korn, dass ein Korn nachher in gebackenem Brot wieder ähnlich aussieht. Also das ist immer die Richtung. Das heißt, so die Information wird immer fortgesetzt von dem Wesen, von dem Urwesen, von dem, wo es herkommt. Das Wesen Brot. Bei dem Wesen Brot verbindet man sich mit der Landschaft. Also zum Beispiel mit der Sonne, die auf dem Feld scheint, mit den Bäumen, die mit dem Feld korrespondiert haben, mit den Pflanzen, mit den Tieren. Man verbindet sich mit der Erde. Mit der Entstehung. Das Wesen Brot ist sozusagen, bindet deine Physis immer an die Landschaft an. Das heißt, immer wenn du Brot isst, wirst du angebunden mit der Landschaft. Und interessant ist, dass es sonnig ist, sehr sonnig und hell und golden, dass es sehr viel goldenes Licht drin ist. Also man wird sozusagen bis hin zum Landschaftsengel angebunden. Man wird über das Wesen Brot mit dem Landschaftsengel angebunden. Auch mit dem Wasser, mit dem Regen, mit den Wolken. Also alles, was sozusagen in der Entstehung eines Korns damit in Berührung kommt, damit wird man angebunden. Und es spielt zusammen mit anderen Wesen, zum Beispiel Fleischwesen, wird es dann mit der tierischen Welt angebunden. Dann dient es als Grundlage. Das heißt, das Wesen Brot ist die leichteste Art, sich anzubinden. Das Wesen Fleisch, also tierisch, mit dem Tierischen ist etwas aggressiver, gewalttätiger. Um so ein Tier so essen zu können, muss man es töten. Und bei dem Wesen Brot hat man das nicht. Man tötet nicht. Man tötet keinen. Und das Wesen Brot, also die Bestandteile des Wesen Brot, geben sich hin, stellen sich zur Verfügung. Also es bindet an und verbindet mit anderen.
in der Verkettung von einem sogenannten Nahrungswesen ist das Wesen Brot ein Anbindungswesen, Verbinder verschiedener. Zum Beispiel auf dem Brot kann man Kristalle, Salzkristalle mit Butter, mit dem Brot, mit dem Butter bindet man sich wieder mit den Tieren an. Mit dem Brot, wenn du dann irgendwelche, wenn du jetzt von der Landschaft weggehst und du gehst in eine, mit Pflanzen, also alle möglichen Pflanzen legt man aufs Brot, bindet sich damit an. Mit dem Fleischlichen bindet man sich an. Also das Brot spielt sozusagen immer eine zentrale Rolle bei der Anbindung. Ist sehr golden, es hat ein sehr goldenes Bewusstsein, hochschwingend und wird versorgt, seine Entstehung wird versorgt aus dem goldenen Licht des Kosmos. Also alles, was aus dem Kosmos kommt, auch von der Sonne, was von der Sonne kommt. Es ist sozusagen durchtränkt von goldenem Licht. Und es gibt ja viele Kulturen, in denen Brot was Heiliges ist. Ne? Also, ich frage mich, was ist es da bei dem Wesen Brot, dass es das heilig macht? Es ist in vielen Kulturen das Symbol für Leben. Also für Entstehung von Leben. Dafür ist es das Symbol. Weil es den Aspekt des Schöpfens hat. Also bevor ein Brot entsteht, gehen Hände heran und schöpfen, erschöpfen. Erschaffen ist. Brot gibt es fast in jeder Kultur. Genau. Und es dient als grundsätzlich als Anbindung. In dem Moment, wenn man am Essenstisch betet oder irgendwie irgendwas zelebriert, wird man erinnert über das Brot an die Anbindung an die Erde. Da passiert es dann. Das ist eine Energie, die dann im Raum sofort aktiviert wird, ohne dass wir das merken. Die reagiert sofort. Und zwar über ihren Duft zeigt sie. Das Brotwesen zeigt über den Duft, wenn du das Brot verehrst, ehrst oder dankst für sein Dasein. Dann gibt es seine Wellen ab, seine Duftwellen, dann zeigt es sich. Ja, und irgendwie, es gibt Welten, Kulturen, in denen das Brot auch sowas hat, was von einem Tempel, also was Spirituelles. Und zwar symbolisiert es dann die Erfüllung. Also Brot symbolisiert, wenn man Mangel hat und dann gesättigt wird. Also die Sehnsucht nach Erfüllung symbolisiert das Brot. Das heißt, das Brotwesen ist so lange von großer Bedeutung, bis Mangel aufgefüllt ist. Mangel, zum Beispiel emotionalen Mangel, seelischen Mangel und spirituellen Mangel und Getrenntheit. In der Getrenntheit ist man immer im Mangel, also immer in der Trennung wird man nicht satt. Und wenn zum Beispiel zu wenig Liebe, zu wenig Muttermilch, irgendwelche Sachen zu wenig sind, füllt das Brot auf, es erfüllt. Das ist die spirituelle Wirkung des Wesensbrot. Es beruhigt und füllt.
und hat erfüllenden Charakter damit. Und symbolisiert darüber das Gefühl, und zwar das erfüllte Gefühl des All-Eins. Symbolisiert das auf physischer Ebene. Also Leute, die essen und Brot und ihre Jause und keine Ahnung, die sind dann satt und zufrieden und irgendwie entspannt. Und das ist das Grundgefühl des All-Eins, immer satt zu sein und erfüllt zu sein. Das macht das Wesen Brot auch. Es bindet an und es erfüllt. Und zwar auf allen Ebenen, spirituell, physisch, mental. Liebes Wesen Brot, gibt es noch Informationen, andere Informationen, die wichtig wären, die wichtig sind? Ich soll noch ein bisschen auf die goldene Komponente aufmerksam machen im Wesen Brot. Das Gold, das geistige Gold im Brot symbolisiert etwas. Das Gold im Brot. Also, es ist so, dass da ein mütterlicher, weiblicher Aspekt Versorgung stattfindet, sowas wie Mutterschoß. Das Gold symbolisiert sozusagen wie Muttermilch im Schoß der Mutter. Das hat nochmal eine andere Komponente, das Gold. Das ist eins, was es... Gold steht ja eigentlich oft für Spiritualität, aber in diesem Fall steht es für auch Versorgung, aber auf der kindlichen Ebene. Das ist noch komplexer drin. Liebes Wesen Gold im Brot. Ja, es symbolisiert die unendliche Liebe und Sicherheit im ganzen Universum. Also das Gold im Brot sagt dir, du bist in Sicherheit und du bist geliebt. Also es symbolisiert die Liebe des Universums, ist ein Bild für Liebe, für bedingungslose Liebe im Brot. Das symbolisiert das Gold im Brot, genau. Also in dem Moment, wenn man das Brot isst, sagt es einem, ich liebe dich bedingungslos. Das ist, was das Gold aus dem Kosmos macht. Ja. Gibt es noch eine Botschaft? Ich sehe nur Brot. Also steht für sich. Es verlangt, ja, es ist bedingungslos da. Und es ist so lange bedingungslos da, bis wir, solange wir in der Trennung sind oder noch nicht im All-Eins sind. Und wenn wir in der Gemeinschaft sind, liebt es die Gemeinschaft, dann versorgt es die Gemeinschaft. Brot, ein weiterer Aspekt des Wesens, Brot ist Verbindung. Also man sitzt zusammen zu sechst und schneidet das Brot und isst es mit Butter und
In dem Moment bringt es über die bedingungslose Liebe, verbindet es alle, indem es dasselbe Brot ist, was alle essen. Das heißt, man kann ein Verbindungsritual machen oder man hockt zusammen und isst zusammen Brot. Das ist die simple Art. Das ist dann nicht so aufwendig. Wenn man es verehrt, spirituell verehrt, dann gehen diese ganzen Aspekte, fangen an zu vibrieren. Das heißt sozusagen, auf dem Weg zur fünften Dimension essen wir noch einiges an leckerem Brot. Danke, liebes Wesen Brot.